Servus, der Marc vom Pisische Wienischen, bei mir ist die Sina Maria. Aber wie sage ich Sina? Ich wollte es auch noch klar sagen, wie es richtig ist. Nicht, dass man sagt, der hat den Namen nicht gesagt, wenn es deine Mutter zeigt. Und da ist, wer bist du? Die Annika. Die Annika. Und die schaut meine Videos ab und zu. Oder immer? Nein, immer nicht. Und schau, jetzt zeige ich dir noch, du sagst immer. Gut. Sina macht sich einen Tragus und ein Lob. Du hast noch recht wenig am Ohr, deswegen können wir uns da frei austoben, sage ich mal im Endeffekt. Ich zeige es dir mal kurz an. Das Tragus ist ehrlich gesagt recht klar und easy. Und das zweite, das Lob, messe ich mir mal aus. Generell absatzmäßig eher schmal nehmen, also nicht so, ne? Was macht ihr sonst jetzt weiter? Seid ihr Schülerstudenten? Was tut ihr arbeitet hier? Panzerfahrer sehe ich nicht aus, was macht ihr, ne? Außer die Männer verrückt natürlich. Nein, wir sind beim Eurofighter in Lager. Cool. Das heißt, ihr tut da die Raketen rausziehen und die Düsenteile so in der Hand. So ungefähr. Ja, aber das sind ja alles recht schwere Sachen, oder? Ja. Die müsst ihr auch irgendwie tragen. Vor allem dann die Männer, oder? So ist es. Gut. Fliegen dann die da auch ab bei euch? Das ist da der Stützpunkt? Ja. Aber ich glaube, das ist doch halt immer ein Eurofighter, oder? Na, 15. 15, aber anscheinend fliegen nicht alle, anscheinend fliegt nur einer, nicht? Weil es ist in der Presse, dass die nicht fliegen und die mit der nein. Keiner weiß, wo vorne und hinten ist. Da wurde, fand ich, da wurde das Bundesheer wieder sehr, sehr schlecht gemacht. Ja. Auch wenn keinen guten Witz im Zweiten Weltkrieg. Wisst ihr, warum die Österreicher im Zweiten Weltkrieg an der Grenze mit Fahrrädern hoch und runter gefahren sind? Sie wollten zeigen, dass sie auch Kettenfahrzeuge im Einsatz haben. Ja, nein, aber ich fühle mich als Österreicher. Also ich bin ja ein Piefke hier, der sich hier als Quotendeutscher breit gemacht hat. Und ich darf Österreicher-Witze machen, wenn ich mich als Österreicher fühle. Ich wurde auch sehr oft hier als Piefke angefallen. Piefke haben wir schon gewonnen, oder? Weißt du, da kommt ein paar, die sagen, ja, Piefke. Ja, scheißegal. Also, nee, und Spaß beiseite. Und dann fliegen die Dinger da auch rum. Aber dass man da mal jemals irgendwie mitfliegt, ist nicht möglich, oder? Nicht? So sagst du. Ja. Warum eigentlich? Ich meine, weil wir nur einen Flieger haben, der was ansitzt hat, also nur Pilot. Also? Nur einen Ansitzer. Ja, mit alles. Gibt's, ja. Aber gibt es auch einen mit zwei Sitzern? Ja, gibt's in auch. Deutschland. Aber wir nicht. Mann, das ist schade. Echt? Ja, aber es ist schon, also ist ja schon, aber sonst ist ja gut. Ja, der Pilot soll schon drin sein, also sonst würde ich es auch nicht. Sehr gut, ja. Das ist, aber seid ihr mal reingesessen in so eine Kiste? Darf man das mal? Das ist schon, ja. Schon geil, schon. Oder? Ja, schon cool, oder? Ja. So selfie so. Ja, nee, darf man nicht, ne? Das ist Militärgeheimnis. So, gut. Dann habe ich dir gezeigt, das Spiegel? Nö, dann war doch Eurofighter. So, einmal gucken. Okay, ja. Also Punkt, Punkt. Ich finde es schön, oder musst du kritisch sein, wenn du sagst, na. Es ist zu weit weg oder zu nah dran, dann ändern wir es. Nein, das passt dann. Dann lassen wir beides. Bitte, ja? Alles klar. Anhalten oder geht's? Ich schaff's so. Doch. Ich hoffe, ich sehe ihn mal wieder. Ich hoffe, ich sehe ihn auch mal auf dem Stuhl. Ja. Schauen wir mal. Keine Wünsche mehr? Doch. Ich hoffe schon so viel. Ja, sehr fast schon. Sind das so, was hast du jetzt gemacht, so 10, 12 Stück oder so? Ja, so, mit Ingmar. Ja, das ist sportlich. Das geht noch was, ja. So, okay. Einfach. Mein Wunsch, wo wir anfangen? Sieh mal. Schau mal. Das ist de facto einer meiner größten Träume, ist irgendwie noch in den Düsenjäger zu fliegen. Das wird nicht so leicht sein. Es gibt de facto, aber momentan ist Russland ist ja sehr verpönt. Deswegen scheint es halt aus. Ich ärgere mich, dass ich es nicht gemacht habe vor ein paar Jahren schon. Es gibt so eine Möglichkeit, in der MiG mitzufliegen bei den Russen. Und da fliegst du bis ins Weltraum, weil der geht bis in den Zero-G-Bereich. Das kostet die Frage, wie du ausgehen willst, aber dann gibt es einen Flug, der geht glaube ich eine halbe Stunde, der startet das Ding auf, weiß ich nicht, jetzt muss ich was falsch sagen, auf 20.000 oder 35.000 Meter hoch und dann dreht er auf den Kopf, dann ist die Erde ball und dann fliegt er wieder runter und zwischendrin hast du dich viermal angestiegen und bist ohnmächtig geworden.
Und den Wein haben die nur was ins Getränk getan und verlangen dann die ganze Kohle von dir. Und sagen, ja, der Flug war super, ja, ich weiß nichts mehr. Also, aber es, du musst Tests machen. Also, die machen das, du, glaube ich, ich habe mich wirklich ernsthaft erkundigt. Du musst zwei Wochen vorher gehst du nach Moskau, machst dann Tests mit Flugärzten. Musst auch diese Hosen tragen, diese Jethosen, die dann zupumpen, dass du quasi, die schießen das Blut in den Kopf, dass du nicht, wirklich nicht ohnmächtig bist. Und auch wenn der Pilot wahrscheinlich voll entspannt fliegt, ist es für jemand wie mich dann doch, obwohl ich falsch springen gewöhnt bin, Hubschrauber fliegen kann. Also ich bin schon so Schwerkräfte schon gewöhnt, aber das ist trotzdem, glaube ich, da bist du fertig. Ja, und die testen dann alles durch. Und wenn du dann sagen, das passt, dann darfst du dann steigst du. Aber es kostet viel, glaube ich, bei 30.000. Ja, da waren es 40. Also ich glaube, das waren es 30 oder 40. Für aber regionale Stunde, ne? Ja, klar, ja. Das kostet, die Kiste, das spielt alles, das kostet schon. Ja. Also ich glaube nicht, dass die sich da jetzt, glaube nicht, dass die da noch 10.000 Gewinn machen. Ich glaube, das ist so, da bleibt vielleicht 2.000 Euro geblieben, aber da ist nicht der Riesenreiber. Aber das wäre halt echt so, das wäre so. Aber gut, aber es sieht halt aus. Und sonst, glaube ich, kann man es nirgends machen. Okay. Also ich habe es nirgends gefunden. Das dachte ich mit euch, wenn ich euch da hier am Start habe, dass ihr mal mit einem Burschen da redet und den lieben Marc, aber jetzt wenn da einer reinsitzen kann, dann ist die Kiste. Nee, leider. Der Tragfläche werde ich mir nicht festhalten. Ja. Ja. So, wir sind fertig. Dann zeige ich dir deinen Spiegel. Gucken. Ja? Ja. Gut. Dann hätten wir mal eigentlich alles erledigt, alles besprochen, alles fertig. Ja. Ich erkläre dir mal kurz die Pflege. Erster Schritt wäre Hände waschen und desinfizieren. Dann nimmst du bitte das Spray und Gel, unser beliebtes Produkt, das kennst du ja eh. Bitte da einfach zwei Sprühe vorne hinten auf den Kamus und auf das Loch drauf. Einwirkzeit 30-40 Sekunden. Den kann der Stoppuhr einschalten, ist einfach gefühlt, ein paar Sekunden warten. Dann mit der Küchenrolle reinigen auf beiden Seiten und das Gesicht vorne zurückbewegen, nachdem du das Gel reingespült hast. Also Spray, Küchenrolle, Gel, bewegen und fertig. Okay. Heimer fährt bitte 6 Wochen nicht. Mhm. Dampfpazulatum sauber 3 Wochen nicht. Ausnahme ist, du gehst jetzt in den Pool nur bis hier und dann tauchen wir mit dem Salzwasser. Also normale Chlorbäder, wenn du bis hier reingehst, ist okay. Eigener Pool, Teich, wo man das Wasser gut kennt, ist auch kein Problem. Und die großen Bäder würde ich nur bis hier gehen oder in den Wasser. Ja. Wenn es geht, wäre es gut, du kommst in 6 Wochen nochmal zu mir zum Wechseln und kontrollieren. Dann kann ich dich aber pissen lassen, wer weiß, oder auch nicht. Aber es wäre ganz gut, wenn ich auch mal in 6 Wochen nochmal sehe. Weil erstens, dass wir in den richtigen Schmuck reinmachen. Und wie gesagt, es kann auch ein anderes Studio, aber es schade, beim nächsten Mal dazu uns zu kommen. Kann ich kurz rein? Genau. Nö. Ja. Ja, doch, von mir aus. Good. Ja. Julia, du sagst wenigstens Hallo. Kommst du rein und sagst du nicht Hallo. Hallo. Ich sehe das nicht, so. Was du fühlst. Nö, sieht man nicht. Ja. Die Kamera sieht man nicht, oder? Hast du die Kamera gesehen? Ist das eine Kamera? Nein. Was brauchst du denn? Brauchst du denn was? Hast du die gefunden? Ja, das ist das. Ja. Gut, dann sind wir fertig. Ja. Du keine Fragen mehr, du nicht mehr. Gut, dann sind wir eigentlich durch. Dann sage ich danke fürs Kommen, danke fürs Filmen. Das war übrigens Julia, meine neue Piercerin. Das habt ihr schon mitbekommen. Es gibt noch keine Videos zu viel von ihr, aber ein paar gibt es schon. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Papa. Komm, du sagst doch mal Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben.